Schon vor meiner Entdeckung des Urprinzips der Homöopathie hatte ich meine medizinische Praxis so gut wie aufgegeben. Glockenbring war ein Mann, der in seinen gesunden Tagen durch praktischen Geschäftssinn und Tiefblick sowie durch seine Kenntnis in den Wissenschaften die Bewunderung vieler auf sich gezogen hatte. Wenn er dann je ermattet mal auf sein Lager niedersank, so war er schon nach wenigen Minuten wieder. Wir haben einen Leib, der ist aus Lebenskraft, ja, den fühle ich, ja, 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 die Lebenskraft ist da, sie ist da, deine Realität. Farewell, Happy Fields! Farewell! Hail! And thou, profoundest hell, receive thy new possessor! Bei mir wurde nie ein Geisteskranker mit Schlägen oder anderen körperlichen Züchtigungen bestraft, weil es für Unvorsätzlichkeit keine Strafe gibt, weil diese Kranken bloß Mitleid verdienen und durch solch raue Behandlung immer nur verschlimmert, aber nie gebessert werden. Eine übermäßige Quarte? Der Diabolos in Musica? Der Tritonus? Der Sphärenklang ist auch verstimmt. Schwer verstimmt. Das war's. Denn alles Unfassbare ist für den, der es nicht erfassen kann, Finsternis. Und wäre es auch ein göttliches, leuchtendes Licht. Der Fall Glockenbring war der Anfang. Und ich heilte ihn. Ich weiß, ich heilte ihn.